Und bitte. Ich heiße Damian Dlabuha. Ich inszeniere die Spielhütte dieses Jahr. Und wir befinden uns jetzt hier gerade im Garten zwischen dem Treibhaus und dem Theaterpavillon, wo das Stück nächste Woche wird Premiere haben. Mit dem Messer so nachkommen, ich finde das schon ein bisschen unprofessionell. Das Stück findet in der näheren Zukunft statt. Und es hat eine sehr, sehr grosse globale Wirtschaftskrise, die am Laufen ist. Und 300% ist das Justizbudget dank der neuen Strategie oben. Wo vor allem auch der Ort, wo wir uns befinden, nämlich ein mittelgrosses Städtli in der Innerschweiz, sehr hart getroffen, vor allem was den Tourismus angeht. Zukunft am Arsch! Am Arsch, ja geht! Mit dem Bela Rotenbühler, der das Buch geschrieben hat, bin ich seit bald 10 Jahre am Theater machen, vor allem hier in Luzern, aber auch außerhalb. Und er hat dann auf Mundart unser Stück geschrieben. Und ich glaube, die grösste Herausforderung war während der Leseprobe, weil wir sehr unterschiedliche Dialekte hier haben. Und die haben einfach alle müssen quasi im Bela sein, ganz spezielle Mundartdeutsch, prima vista, also wirklich gerade ab Blatt lesen. Eine tut Nidwalder, eine Urner, ich Schweizer, die eine tut Luzerner, jemand tut Appenzeller, aber nicht extrem. Das muss jetzt warten. Und jetzt zu den anderen. Suchst du die Leute im Sekretariat? Ich bin Alban Fischer, ich bin der Produktionsleiter des Theaters und seit 30 Jahren Spielleute Mitglied. Wir sind 90-jährig dieses Jahr. Wir haben jetzt eigentlich als Thema gewählt, das viel mit der Region, mit der Schweiz auch, aber auch vor allem mit Luzern zu tun hat, nämlich das Söldnerwesen. Das ist so das Thema von unserem Stück, weil die Region hier, die ist auch reich geworden mit dem Söldnerwesen. Also man hat Patrizier, haben hier Bauernbuben aus der Gegend, alle möglichen Kriegsherren verkauft im Ausland und sind so wirklich auch reich geworden. Ja, schon. Aber für das eigentliche Personal fände ich die progressivere Version viel besser. Eine Stadt, die man nicht näher benennt, geht langsam vor den Hund. Man hat kein Geld mehr, die Touristen kommen nicht mehr. Und dann hat jemand die Idee, du, das hätte doch mal klappen, das mit dem Söldnerwesen, es könnte doch wieder klappen. Ja, das ist manchmal das Beste in einer Krise.